Hallihallo und herzlich willkommen zum kleinen Ankündigungsvideo bezüglich Smite, Zuschauerspieler. Seit der Gamescom, falls ihr es nicht bemerkt habt oder ihr zu den Neuen gehört, wird mein Smite-Content wesentlich mehr geklickt. Ich kriege mehr Kommentare und mehr Anfragen, ob ich mal mit Leuten spielen kann und will. Und grundsätzlich vom Wollen her ist es ein Ja, vom Können her ist es nicht immer ein Ja. Wie dem auch sei. Grundsätzlich, wenn man einfach nur mal zufällig mit mir spielen will, kann man mich in-game anschreiben. Nur je nachdem, ich bin manchmal einfach weg vom PC, hab das Spiel noch offen. Oder ich bin gerade in einem Match und konzentriere mich nicht auf die Nachrichten, die ich kriege oder sonst was. Die Chancen darüber stehen irgendwo bei 25% oder weniger, dass es klappt. Dementsprechend, ihr könnt es gerne versuchen. Ich werde eine Antwort geben, wenn ich dann irgendwann die Nachricht sehe. Aber ich bin dann schon mal ins Spiel vertieft, bin eventuell auch gerade am Aufnehmen oder sonst was. Mich einfach anschreiben ist also ein Weg, der funktioniert, aber nicht unbedingt der beste, ne? Abgesehen davon ist jetzt einer der Wege, wie man mit mir spielen kann, wenn man denn möchte. Ich bin ziemlich oft bei Stiefel Zetman im Stream dabei. Das ist twitch.tv/StiefelZetman. Da bin ich ziemlich oft mit dabei. Der lädt Viewer in seine Spiele ein, auch teilweise mit ins CS. Also wenn das dann alles klappt, könntet ihr da vorbeischauen und mich häufig treffen. Oder auch einfach andere sehr gute Smite-Spieler finden, mit denen ihr zusammen spielen könnt. Denn vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Ich finde meinen Spielstil okay, aber ich bin nicht der Beste in Smite. Wenn ihr jetzt jemanden sucht, der super gut ist, dann findet ihr da eventuell jemanden, der auf alle Fälle besser ist als ich. Gut, soviel zu der Option, das über Stiefel Zetman und seinen Stream zu machen, wenn man da mal zuguckt, mit reinzukommen. Ich hatte es in ein paar Kommentaren angesprochen, das ist jetzt der letzte Punkt in diesem Video, dass ich auch Zuschauerspiele gezielt mit neuen Smite-Spielern machen will, wo ich dann einen anderen Account nehme und irgendwie so Support-Rollen spiele, wie als Tank Ymir oder als Support Aphrodite und sowas. Und nicht irgendwie Kills jage oder sowas, sondern vielmehr darauf aus bin, euch zu unterstützen, euch Tipps zu geben und euch zu helfen. Für so Zuschauerspiele weiß ich nicht, ob wir unbedingt das TS von den anderen nutzen sollten. Das ist nicht meins, wie gesagt. Und deswegen hatte ich mich eine Zeit lang umgeguckt und gesehen, dass das Let's Play Forum, für den Fall, dass ihr da zufällig registriert seid und zufällig aktiv seid, auch einen TeamSpeak-Server anbietet, den man nutzen kann. Dafür muss man sich zwar freischalten lassen, aber das sollte nicht das größte Problem sein. Und wenn ihr halt da aktiv seid und für den TeamSpeak-Server freigeschaltet seid, könnte ich, wenn ihr mir die Nachricht gebt, dass ihr da aktiv seid und freigeschaltet seid, mal einen Tag festlegen, wo wir halt uns da treffen, bisschen zocken, ich mit dem anderen Account spiele, neuen Spielern versuche, ein paar Starter-Tipps zu geben und wirklich darauf achte, dass ich in der Zeit den neuen Spielern helfe, ohne sie irgendwie mit meinem Hauptaccount dazu zu bringen, dass sie gegen Level 30er spielen sollen, müssen, was ihnen letzten Endes nicht gut tut. Die Spiele im Let's Play Forum, TeamSpeak, wenn es denn klappt, stelle ich mir so vor, dass ich mit zwei Leuten zusammenspiele, die dann unter Level, sagen wir einfach mal 20 sind. Eben halt wirklich noch die neu im Spiel sind, vorzugsweise natürlich Level 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Aber Level 20 sollte so die Grenze ungefähr sein, denn wenn ich auf einmal dann einen Level 25er mit im Team habe, kriegen wir natürlich auch Gegner, die stärker sind und dann müssen wir härter kämpfen und dann habe ich weniger Zeit zum Erklären und bla 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 blub. Also grundsätzlich im TeamSpeak-Server vom Let's Play-Forum würde das dann so aussehen, dass ich mit Leuten spiele, die wirklich neu sind, dass ich da in einem anderen Account spiele und wirklich nicht darauf achte, selber das beste Ergebnis einzufahren, sondern euch zu unterstützen und da dann mit euch zusammen Spaß zu haben und euch eventuell zu helfen, besser zu werden. Wie vorher schon gesagt, ich bin nicht der allergrößte Smite-Spieler, aber ich glaube schon, dass ich Neueinsteigern ein paar nützliche Tipps geben kann. Und ja, das war's dann soweit auch schon. Links werdet ihr wohl in der Videobeschreibung finden, wenn ich dran denke. Und gebt mir, wie gesagt, dann ein Feedback über Kommentar oder persönlicher Nachricht, ob ihr in dem Forum zufällig aktiv seid. Den Rest TeamSpeak ist nur für Leute, die das Forum auch nutzen. Wäre also schade, wenn ihr euch nur registriert, um den TeamSpeak-Server zu nutzen, aber stoppen kann ich euch daran auch nicht. Und dann werden wir uns da sehen und ein bisschen zocken und ein bisschen besser werden und einfach ein bisschen Spaß haben. Das klingt doch lustig. Eine andere Sache ist die... Will ich das ansprechen?
Ja, ich will es ansprechen. Es gibt auch schon mal Tage und Stunden und Momente, wo ich einfach nur mit mir zocken will oder mit den Leuten, mit denen ich immer zocke und wo ich dann schon mal auf gut Deutsch keinen Bock habe, mit jemandem zu spielen, den ich nicht kenne oder der noch Level 11 ist. Das ist alles nichts Böses gemeint. Allerdings, auch wenn ich es mag, mit Zuschauern zu spielen, ist es so, dass ich es auch manchmal mag, nicht mit Zuschauern zu spielen, sondern einfach nur in meiner kleinen Welt, in meiner kleinen Runde und, da tue ich mir manchmal schwer, den Leuten das dann ganz einfach ehrlich zu sagen, weil ich nicht gemein sein will und ich weiß, dass es gemein klingen würde, aber deswegen spreche ich das hier an. Da bitte ich euch, das zu verzeihen, wenn ich dann wirklich mal zurückschreibe, nee, jetzt gerade nicht, sorry. Beste ist, wie gesagt, Stream bei Stiefel, Zedman, wenn wir da sind, da auftauchen, im Chat schreiben, sagen, dass man mitspielen will oder halt so Aktionen, wie ich sie dann in Zukunft, ich denke, nächste Woche, Wochenende starten werde über das Let's Play Forum Teamspeak Server. Das war soweit die Ankündigung dazu. Ich hoffe, ihr seid soweit zufrieden und nicht böse oder enttäuscht oder sonst was. Genießt weiterhin das Smite-Spielen. Ich werde es tun und Videos sind ja auch schon immer am Weg. Und wenn mal ein Tag keins kommt, dann kommt höchstwahrscheinlich am nächsten Tag eins. Spätestens am übernächsten. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.